Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdoms Reborn, hier bei Heisenberg zockt. Ja, das Städtchen ist relativ groß mittlerweile. Sauber, sauber. Was machen wir denn jetzt noch? Da wird es mir bald langweilig. Nein, ich glaube, das Spiel hält schon noch einiges bereit. Es müssen dann mal wieder irgendwie neue Sachen freigeschaltet werden. Wir können ja mal gucken. Das haben wir alles schon. Beziehungsweise, mein Wildcard. Bilden unlocked, mine of your choice. Können wir machen. Mehr haben wir nicht, beziehungsweise das andere haben wir nicht. Die Eisenmine, das haben wir wirklich alles schon. Okay, das können wir in dem Fall, rotes Kreuz hieß es, genau, nicht so abbrechen, sondern mit dem roten Kreuz können wir die Karte sozusagen verwerfen. Dann ist die weg. Gut, wir könnten tauschen machen und tun. Ich würde sagen, wir stellen primär mal ein bisschen schneller und schauen mal. Holz brauchen wir. Sollen wir Holz kaufen? Einfach das, was wir gemacht haben. Oh ja, können wir machen. Ich hab's geahnt, wir haben zu wenig Platz. Gut, wisst ihr was? Wir bauen jetzt mal ein Riesenlager. Es hilft ja nichts. Wir haben immer für alles zu wenig Platz. Sollen wir das mal hier hin machen? Ich würde sagen, ja. Wie groß kann das sein? Oder wie groß darf das sein? Sonst müssen wir mehrere machen. Das ist offensichtlich tatsächlich zu groß. Jetzt müsste es gehen. Zack, einmal hier diesen. Das werden wir jetzt auch gleich mal priorisieren, das Ganze. Hier kann man noch einstellen, wie viele Leute daran arbeiten. Danke für den Hinweis. Also es geht mit priorisieren. Das haben wir jetzt gerade gesehen. Gut, nochmal ein Lager. Da müssen wir aber hier klicken. Lager, Lager, Lager. Dich machen wir hier neben die Weizenfelder, würde ich sagen. Kann ich das so einzeichnen und dann wird der Weg einfach ausgespart? Nee, offensichtlich nicht. Dann müssen wir es so machen. Ne, das geht nicht. Schade. Kann ich die nochmal abwählen? Danke. Schade, hätte gut dorthin gepasst. Dann machen wir dich halt hier hin. Ja, und zwar in der Größe. Auch gleich priorisieren. So, damit das zügig gebaut wird. Dann können wir hier wieder ein bisschen Tempo generieren. Diese Wildcard hier. Was könnten wir hier denn gebrauchen? Kohlenmine, Eisenmine. Ich muss mal schnell gucken. Wie sieht das genau aus mit dem Eisen? Haben wir da schon was gemacht? Weil das ist wieder eine neue Aufnahmesession. Ich weiß, dass wir irgendwo Kohle haben. Beziehungsweise eine Kohlenmine. Das wäre hier. Ich würde gerne, wenn es irgendwie geht. Zack, das hier mal upgraden. Jetzt haben wir da keine Steine mehr. Echt, Jungs? Zu wenig auf alle Fälle. Ich würde sagen, dann gehen wir doch mal schnell hier hin. Wir hätten gerne Trade. Ich würde gerne kaufen Steine. Geld haben wir ja eigentlich genug. Wo haben wir denn die Steinchen? Da. So, mal gucken, wie viel das so machen können. Wir können bis auf 180 hoch. Sieht man hier unten. Das würde allerdings 955 kosten. Nur für Steine. Das machen wir dann doch nicht. Wir kaufen mal 40 Stück. Dankeschön. Vassalisation unlocked. You can now vassalize. Was auch immer das ist. Another city with influence points. Ah, okay. Aber das funktioniert halt wahrscheinlich leider auch nicht, da das mit der KI eben noch nicht klappt. Das hat wirklich der Entwickler gesagt. Und auch geschrieben, bitte lass das noch nicht mit der KI rumbasteln. Leider. Gut, haben wir das hier? Ja, das machen wir auch so. Dann nochmal. Wobei, wenn ich hier zumache, dann ändert sich hier nichts. Man muss tatsächlich doch hier unten. Pass. Ja, dann werden es weniger. Card Removal. Remove a card from the draw deck. Okay, da könnte man eine wegmachen. Da haben wir nochmal Agrar. Iron Smelter. Haben wir einen Iron Smelter? Jetzt ja. Gerade einen gekauft. Würde ich gerne mal bauen. Und zwar stellen wir dich dorthin, wo wir noch ein bisschen Platz haben. Während die Musik gerade sehr dramatisch wird. Oh, die Leute sind unzufrieden. Moment, Moment. Langsam, da erfrieren schon wieder welche. Gibt's doch nicht. Du kommst mal hier hin, Kollege. Oh, okay. Die Medizin geht uns aus. Das ist aber ganz käsig. Okay, das ist natürlich schlecht. Wir haben hier eigentlich jemanden, der dafür zuständig wäre. Wir müssen mal Folgendes tun. Würde ich vorschlagen. Das ist vielleicht schon ein bisschen zu spät, aber auf der anderen Seite, wir machen ja nochmal eine Farm hin. Und dann werden die entsprechend wirklich Medizin. Zack. Beackern. Jetzt müssen wir hier aber auch nochmal auf Priorisieren gehen. Und ansonsten, warum friert ihr Leute? Was haben die für ein Problem? Irgendwas steht doch hier durchgestrichen. Ich sehe es doch. Naja, scheint halbwegs zu laufen. Was wollte ich denn jetzt? Genau, ich wollte gucken, warum die Leute erfrieren. Hier, er hier zum Beispiel. Bist du homeless? Häuser?
Wir haben genug Häuser, dann geh nach Hause, guter Mann. Kann ich dich nach Hause schicken? Hier über den Knopf, go home. Das wäre noch wichtig, wenn der Mann friert. Wir könnten ja mal die Karte ziehen. Aha, okay, die ziehen wir in der Town Hall. Gut, ich brauche die Town Hall. Wo ist sie jetzt? Das hier ist die Town Hall? Die steht nicht angeschrieben. Das müsste die Town Hall sein. Oder ist das was anderes? Mushroom Farm. Doch, hier. Irgendwie im Winter, ich finde überhaupt nichts mehr hier. Oh, da haben wir aber schon alles drin. Jimmy Restrictor, Wood, Coal gives mehr Hitze, das ist okay. Potters gehen. Mhm. Und 10 Fischproduktion. Ich würde den Fisch mal rausnehmen. Kann ich das machen? Jawohl. Und dann hätte ich gerne die Kohle hier drin. So, damit hier wirklich auch fleißig geheizt wird, weil man sieht, wir haben hier einige, die frieren. Upgrade Improved Production. Kann man hier irgendwas machen, dass die hier auch ein bisschen wärmer haben hier bei dieser Arbeit? Die frieren ja alle, gibt's ja nicht. Machen wir mal. Tete, okay. Wir haben hier schon 2 Minenkarten, sehe ich, und wir kriegen schon wieder Karten. Sind wir immer noch auf Fulltempo? Nö, Taverne. Vielleicht eine zweite Taverne? Ich würde sagen, ja, machen wir. Gut, die Eisenmine, das war das letzte Thema. Ich bleibe hier mal bei dem Tempo. Kohle, wie gesagt, ist in Arbeit. Aber die Eisenmine, die war irgendwo hier hinten, beziehungsweise hier haben wir das Eisenvorkommen. Das heißt, wir müssten hier nochmal Ländereien kaufen. Und in die andere Richtung. Ne, hier haben wir, guck mal. Aha, tatsächlich, hier haben wir das Eisendingens. Das ist ein Haus, nehme ich an, genau. Reden wir mal noch ab. Da haben wir noch keine Steine. Den Weg haben wir gemacht und der funktioniert jetzt auch, weil kein Haus mehr davor steht. Aber guck mal, die frieren alle. Warum friert ihr denn? Da müsste man eine bessere Aufschlüsselung haben. Freezing. Ja, mir ist klar, dass sie frieren. Aber warum? Ich meine, ja gut, Kleider. Können wir irgendwie warme Kleider herstellen? Das wäre natürlich auch noch eine Frage. Furnitur, das ist, wenn ich mich nicht täusche, Pelz. Da haben wir eigentlich was, dass sie da Pelze herstellen. Vielleicht zu wenig, das kann natürlich sein. So, kann ich jetzt Holz kaufen? Jawohl, sehr gut. Das kommt dann hoffentlich an. Oh, wir haben 41 Holz verloren, weil... ja, ist ja gut. Okay, weil halt jetzt irgendwie der Platz gefehlt hat. Naja gut, halb so schlimm. Geld kriegen wir wieder. Das sind Influencer Points. Wo sehen wir denn Leder? Animal skin that can be used to make clothes. Okay. Ich glaube, wir müssen noch mal was bei den Kleidern machen. Weil die frieren primär draußen. Ich glaube, die laufen hier halb nackig durch die Gegend. Den Häusern drin? Ja, das sind Level 3 Häuser alles. Also da haben sie warm genug. Aber unterwegs ist denen zu kalt. Das heißt, wir müssen hier was machen in Sachen Kleider. Das sind halt nur Minen. Das können wir canceln im Prinzip. Das ist die Eisenmine. Da sind wir noch nicht. Kooperatives Fishing müsste man da oben... Oh, die frieren alle. Ja, aber echt jetzt, Leute. Dann geht nicht raus. Also wenn es doch kalt ist, dann lasst das doch bleiben. Die sterben uns hier noch weg. Ich sehe es kommen. Weil wie gesagt, Häuser haben wir genug. Das sieht man hier. Das ist nicht das Problem. Aber die frieren alle. Das ist ganz gewaltig. Dann müsste man doch aber auch merken, dass man vielleicht nach Hause geht, bevor man dann tot umfällt. Oder nicht? Ist das zu viel verlangt? Gibt's doch nicht. Ja, also wir müssen dringend was bei den Kleidern machen. Aber das können wir natürlich auch nur, wenn wir Karten haben. Weil hier bauen, ja, man sieht, was wir bauen können, das bringt uns nichts. Vielleicht noch mal eine Taverne. Ich meine, so ein Bierchen, ja gut, warm macht das nicht, aber man weiß, dass Alkohol zumindest simuliert, dass man wärmer hat. Vielleicht sogar ein bisschen außerhalb hier. Hier unten irgendwo. Ja, machen wir die hier hin, drehen sie aber noch. Zack, da brauchen wir aber keine Priorisierung, das könnt ihr machen, wenn es dann soweit ist. Auch der Fischer friert. Aber ich kann halt hier nicht heizen, hier drin. Das geht nicht. Und jetzt haben wir hier wirklich auch alles angeworfen. Von wegen... Oh mein Gott, die frieren alle. Es kann nur damit zusammenhängen, dass die tatsächlich zu wenig Kleider haben. Happiness Workplace, Inventory. So, man reiche uns hier nochmal irgendwie... Ja, so ein Burner, der bringt uns nichts. Wir brauchen tatsächlich... Nehmen wir das mal... Nee, das war jetzt genau nicht das, was ich brauche. Nicht eine Library. Wir brauchen irgendwas Schneidertechnisches. Ich weiß jetzt nicht, wie die Teile heißen. Ja, nee, keine Mine. Jo, ist klar. Snatch ist wieder Clown. Steel, genau, das habe ich verwechselt. Das ist natürlich nicht Stahl, das ist Klau.
Also Stiel. Aber das können wir nicht wegen der Krise. Für City Food, Food haben wir auch genug, würde ich sagen. Ja, hier immer noch genug. Holz und Medizin fehlt. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Das ist aber schon das Zeichen, dass die Leute hier auf dem Kopf tragen, ist nicht irgendwie Medizinzeichen. Nee, das ist schon, dass sie kalt haben. Ich muss die Teile hier wegkriegen. Wie kriege ich denn die weg? Cancel, Rechtsklick, kriege ich die gar nicht weg? Muss ich die verwenden? Das möchte ich eigentlich nicht. Weil wir brauchen das, was wir jetzt hier haben, tatsächlich nicht wirklich. Oh, aber wir könnten natürlich gucken. Oh, der Dingens ist vorbei, der Winter, der Dingens, genau. Wir könnten gucken, wo ist es denn? Wo ist denn unser Trading-Dingens? Das war doch vorher gerade noch angeschrieben. Das war halt entsprechend... Ja, so eine große Stadt, ich finde die Hälfte nicht mehr. Hier, Trade, dass wir jetzt hier Dingens einkaufen. Ich sag zum fünften Mal Dingens, Entschuldigung. Medizin. Da haben wir sie doch, die Medizin. Bye. So, kostet... Ach, du Grüne, okay, das haben wir nicht mehr. Aber ein bisschen was, oder wir können natürlich Herb einkaufen. Wer stellt dann nachher aus dem Herb die Medizin her? Das habe ich auch noch nicht rausgefunden. Da haben wir auch nichts für. 2,51, das wäre okay. Tauschen wir mal. Ich hoffe, das kommt dann bald mal an. Und jetzt, wenn hier unten die Teile stehen würden. Ne, die sind immer noch under construction, obwohl wir es hier eigentlich eingezeichnet haben, dass sie das schnell bauen sollen. Ja, aber jetzt ist wieder wärmer. Jetzt geht es ihnen, glaube ich, wieder besser. Haben wir irgendwie Leute verloren? Nicht wirklich. Aber wir haben immer noch kein Storage. Ja gut, dann müsstet ihr ja den halt mal bauen, den wir eingezeichnet haben. Wir haben wahrscheinlich über die ganze Insel verteilt. 10.000 Storage-Plätze. Hier ist einer. Ist aber auch noch under construction. Okay. Deswegen haben wir wieder kein Holz, weil sie überall das Holz natürlich brauchen, um zu bauen. So, und ich hoffe, wir kriegen jetzt irgendwann dann Karten, dass wir hier tatsächlich irgendwas in Sachen Kleidern machen können. Ich müsste halt mal gucken, was wir haben in Sachen Kleiderherstellung. Ich weiß natürlich jetzt natürlich wieder nicht, was das genau war. Hier, Furniture, das graden wir mal ab. Und gleich nochmal, damit das in die Gänge kommt. Weil die produzieren... Was ist das hier? House Upgrade, make house a home. Okay, aber hilft schon auch gegen Kälte, hoffe ich. Was hilft denn sonst noch gegen Kälte? Ich meine, wir haben ja eine Kohlemine hier hinten. Das müsste doch auch was bringen. Sind die denn am Arbeiten oder haben die Probleme? Nö, das sieht eigentlich gut aus. Da könnte man noch was machen. Ich muss aber ein bisschen hier auch aufs Geld achten. Und hier haben wir das Haus. Das werden wir auch upgraden. Da fehlen schon wieder die Steine. Wir haben doch gerade Steine gekauft. Können wir den Steine noch irgendwo gewinnen? Hier oben hätten wir noch was. Müssen wir erst freischalten. Das müssen wir kaufen. Ja, in unserem Gebiet haben wir, glaube ich, tatsächlich schon wieder keine Steine mehr. Ich habe schon mal gesagt, das Problem ist, dass sie nicht nachwachsen. Wir bräuchten eine Steinmine. Haben wir nicht eine Steinmine? Das hier ist Kohle, das andere ist Eisen. Ich dachte, wir hätten mal eine Steinmine gehabt. Quarry. Da, genau. Ja, dich wollen wir nochmal. Und dich stellen wir... Aber hatten wir so ein Teil nicht schon? Irgendwo habe ich doch schon mal so ein Teil hingestellt. Gibt's doch nicht. Wir machen nochmal so ein Teil. Mal gucken, wo es hinpasst. Irgendwie so. So wird es hinpassen. Das müsste vom Weg her auch funktionieren. Zack. Ich glaube, davon kann man gar nicht genug haben. Weil eben, Steine wachsen halt nun mal bekanntlicherweise nicht nach. Deswegen muss man da selber dafür sorgen, dass man welche hat oder kriegt. Gut. Hätten wir. Was ist das hier Schönes? Clay Pit. Boah. Wir kommen mit dem Bau nicht hinterher. Leute, ihr müsstet mal ein bisschen mehr bauen. Und hier haben wir schon wieder kranke Leute. Dafür sieht man hier die Farm, die arbeitet. Das ist gut. Und wo haben wir noch eine Farm? Under Construction. Ich stelle hier aber schon mal ein, dass sie Medical Herb machen. Ich weiß jetzt übrigens auch, was hier Cabbage ist. Das ist Kohl. Eine Kohlpflanze. Machen wir hier doch mal eine Kohlpflanze. Das ist wieder Storage. Das war eine Farm, eine Farm. Haben wir sonst gerade noch irgendwo eine Farm? Aha, wir haben wieder was vollendet. Den Market, das gibt wieder neue Gebäude. Gibt es sowas wie Zentralheizungen hier? Dann würde ich eine Zentralheizung wollen. Das ist ein Skill Road. Trading Post, ein Company Builder und Desert Gates. Ach so, dann können wir einfach auf, ja, halt entsprechend in der Wüste die Sachen bauen. Medicine Maker. Ja, den hätte ich gerne, tatsächlich. Das würde helfen.
Und hier haben wir Unlocked Market. Would you like to buy a market card for... Ja, wollen wir? Okay, not enough money. Echt. Dafür hat sich wieder eine Stadt hier verbessert. Your tools count is low. Ja, ich weiß, das geht hier markant runter. If you run out of tools, your citizens... Ja, dann können sie nicht mehr arbeiten. Dieses Twitter könnte es bei importen Steel Tools from Trading. Okay. Steel Tools are produced from Blacksmiths required. Iron Bars. Ja, wir haben so ein Ding selber, ich weiß. Oh, und jetzt haben wir ganz viele Verletzte. Mach mal hin mit. Ich muss hier nochmal umstellen. Ne, hier habe ich Medizin. Aber soll ich jetzt hier abbrechen, dass... Ja, wir brechen das ab. Zack, ich weiß nicht, ob sie das jetzt noch ernten oder ob sie da direkt umstellen. Das werden wir sehen. Aber wir brauchen tatsächlich jetzt... Ja, Medizin. Was wollte ich denn jetzt? Was ist jetzt gerade eingefallen? Ja. Egal, wir schnappen uns ein Kärtchen. Eine Bäckerei. Taylor, make clothes from leather or wool. Need money, 580. Okay, wir sparen. Und dann werden wir einen Taylor uns besorgen. Ich weiß gar nicht, ob wir einen Taylor haben. Schöne Musik einmal mehr. Gut. Ja, wir müssen halt warten, bis hier tatsächlich irgendwie alles wieder halbwegs läuft. Im Moment ist es ein bisschen aus den Fugen geraten. Not enough input. Was brauchen die denn? Not enough input resource to keep this building running. Keine Arbeiter. Wir brauchen das Teil im Prinzip auch nicht, wenn man es genau nimmt. Sollen wir das mal abreißen? Weil das sind ja eben Bogenschützen. Und wir brauchen keine Bogenschützen. So, weg mit dem. Da können wir dort nämlich nochmal ein Feld hinstellen. Das finde ich 10 mal sinnvoller. Kriege ich hier ein Feld hin? Ja, und ob. Das kann ich sogar ein bisschen größer machen, so wie es aussieht. Bis hierhin geht's. Zack. Nochmal ein Feld. Und dann machen wir, zack, hier auch gleich, weil wir es können. Medizin draus. Sehr gut. Jetzt haben wir hier nochmal Archer Barracks. Tatsächlich. Ach, weil ich es abgerissen habe. Dann haben wir das hier unten. Okay. Trading Post, Trading Post. Da haben wir den größeren Trading Post. Trade Resources with World Market. Must be built on the coast. Trade Resources... Was ist das hier? Das müsste das neue sein. Okay, schnapp mir das mal. Das muss aber an der Küste platziert werden. Dreh dich mal. Ja, passt genau nicht hier hin. Was zählt hier noch zur Küste? Hier haben wir halt Berg. Hier geht's natürlich nicht. Und hier unten ist alles schon verbaut. Das heißt, in dem Sinne, wir haben keine Küste. Höchstens der Fluss hier, der zählt auch noch irgendwie als Küste. Sieht eigentlich ganz so aus. Machen dich mal hier hin. Ich würde sagen, ja. Zack. Da haben sie wieder was zum Bauen. Hunting Lodge. Furniture. Wir hätten hier nochmal so einen Workshop. Da haben wir den Taylor. Den nehmen wir jetzt. Okay. Cancel. Taylor bauen. Und zwar zackig. Für den Winter. Okay, gerne. Zack, den. Und hier... Kann ich nicht einstellen, dass wir arbeiten. Schade eigentlich. Gut. Leder, Kleider, Wollekleider. Oh. Das ist dann die Frage. Also ich würde mal sagen, Wolle gibt sicher wärmer. Ja, aber sie müssen das Ding ja sowieso zuerst hinstellen. Jetzt hoffe ich, dass vor dem Wintereinbruch, vor dem nächsten, die haben auch zu wenig hier. Die brauchen mehr Weed. Aber guck mal, was wir hier alles produzieren, wie die Irren. Kann ich hier nochmal umstellen? Nee, das hier habe ich umgestellt. Also Weed müssen sie jetzt kriegen. Wir müssen halt auch Vorrat Weed anlegen, dass das wirklich auch reicht, wenn dann der Frühling wieder kommt, wenn den ganzen Winter über hier nichts mehr gezüchtet, sage ich schon. Wenn hier nichts mehr wächst. Ja, nochmal Weedfelder. Ja, wir brauchen nochmal Weedfelder, es hilft nichts. Farm. Ja, da müssen wir da auf die Bodenqualität achten. Hier. Zack. Bestens. Bitte bauen. Und da haben wir wieder Verletzte. Allerdings, das müsste sich jetzt hier wieder ändern. Inventory, Medical Herb, Weed. Ja. Passt. Lassen wir. Wo ist eigentlich... Habe ich das noch nicht bekommen hier? Von wegen Medical Dingens? Trading Snatch, Blacksmith. Ne, das können wir canceln. Was ist hier free? Ach so, man kann nochmal... Oh, da kann man neu wählen. Wenn man nochmal neu wählt, dann kostet es was. Kidnap, Industry, Wildcard, bilden, Unlocked Industry. Brauchen wir alles nicht. Canceln wir nochmal.
Den hier brauche ich auch nicht. Kann ich das nicht irgendwie eintauschen, dass ich dafür wieder Geld kriegen würde, wenn ich das sozusagen weiterverkaufe, das Ding? Ich glaube, das könnte man mit dieser einen Karte machen. Change Card, aber das haben wir jetzt hier tatsächlich nicht. Gut. Das läuft, das läuft. Was ist hier das Problem? Iron Smelter, da fehlt noch was. Und zwar Holz. Ja, wir haben halt chronisch zu wenig Holz. Kann ich nochmal was einzeichnen? Wir hätten hier noch Wälder. Hier ist eigentlich eingezeichnet, dass wir noch was machen sollen. In Sachen Holz. Und wir zeichnen nochmal kurz ein. Holz, Holz, Holz. Ja, mach mal alles weg hier. Nahrung haben wir genug. So, hier oben haben wir noch Holz, Holz, Holz. Da wird eh gerade gefällt. Und hier haben wir auch noch. Und dann werde ich, glaube ich, nochmal ein neues Gebiet ergründen, beziehungsweise kaufen in dem Sinne. Weil Holz ist tatsächlich eine Mangelware mittlerweile. So, sauber. Eingezeichnet haben wir es. Ja, das wäre Wald. Halt, das war der falsche Knopf. Das hier wäre waldintensiv. Was kostest du? 1500. Das haben wir nicht. Das weiß ich auswendig. Gehen wir mal schnell raus. Wo ist jetzt hier meine Anzeige? Die kommt nur, wenn ich weiter unten bin, tatsächlich. Nee, dann müssen wir nochmal warten, bevor wir irgendwas tatsächlich hier kaufen. Oder wir tauschen nochmal. Beziehungsweise wir verkaufen mal nochmal was. Das wäre natürlich auch eine Idee. Wovon haben wir denn genug? Mushroom. Mushrooms haben wir ohne Ende. Wir müssen aber aufpassen. 240 kann er tauschen. Gehen wir mal auf 200 hier. Und dann könnt er... Da haben wir eigentlich auch genug. Ist denn Furnitur, ist das nicht Pelz? Ich dachte eben schon. Oder das sieht aber nicht wie ein Pelz aus hier hinten. Das ist ein bisschen das Problem. Na gut, wir verkaufen davon auch mal noch einen Teil. So. So viel kann man tauschen. Passt. Not enough money for trade. Oh, habe ich jetzt kaufen? Zum Glück ging das nicht. Ich wollte es doch verkaufen. Steht ja hinten auch. Herr Heisenberg, nun echt. Zum Glück habe ich zu wenig Geld, dass das jetzt geklappt hat. Also, ja, noch die 40. Zack. 3000 haben wir bekommen. Wow, cool. Damit könnten wir eigentlich... Warum sind die ja nur 1715? Sind da wieder noch Unkosten? Spesen vom Händler oder was ist da noch drin? Companies Act. Global Cards, da haben wir Town Hall. Click the Town Hall. Achso, das haben wir rausgenommen aus der Town Hall. Genau, das Corporate Fishing glaube ich auch. Ich weiß, hier blinkt es, aber ich möchte nochmal schnell gucken. Sharing is caring. Ich glaube, wenn wir das noch hier hinkriegen würden, also dass wir nochmal leveln hier, dann hätten wir auch die Möglichkeit, nochmal eine Karte zu nutzen. Oder könnte ich noch eine Town Hall bilden? Nee, das geht nicht. Nee, haben wir nicht zur Auswahl. Vielleicht dann irgendwann als Freikarte sozusagen. Ja, können wir auch. Was heißt ein Pass? Submit to confirm purchase. Ja, da muss ich was wählen. Cancel ist. Ja, so kriege ich die Karte auch nicht weg. Und hier? Eben auch nicht. Nochmal Cancel, dann bleibt die 2 auch. Wenn ich Pass mache, so geht's. Market, provide food, muss. Ja, haben wir glaube ich noch nicht. Was ist ein Desert Pilgrim? Das ist irgendwas mit der Wüste. Ich hätte gerne den Markt. Reached Hand Limit for both cards. Blöd. Ich krieg die halt nicht weg hier. Ja, muss auch in die Dingens. Ich weiß. Wie kriegen wir denn die Karten weg? Das gibt's doch nicht. Weil das kann ich nicht wählen. Das blockiert uns ihren Slot, das Ding. Die müsste man irgendwie verkaufen können. Und die Eisenmine können wir noch nicht bauen. Und Cooperative Fishing gehört in die Town Hall. Da haben wir keinen Platz mehr. Ich baue mal nochmal so ein Teil, auch wenn wir es nicht brauchen. Kann man das auch entpriorisieren? Dass man sagt, baut das, wenn ihr überhaupt nichts mehr anderes zu tun habt? Wäre noch praktisch. Okay, dann haben wir hier wieder Platz für ein so ein Teil. Und jetzt hätte ich gerne Kollege Markt. Und den setzen wir. Ja, sowas wie ein Zentrum haben wir hier natürlich nicht mehr, weil wir alles zugebaut haben. Hier oben hätte der Platz, guck mal. Sauber. Ich drehe dich aber trotzdem nochmal mit dem Weg hier unten hin. Zack. Cool, bin ich gespannt, wie er aussieht, der Markt. Ja, dann haben wir wieder einiges hingekriegt heute. Wir haben immer noch ein paar Verletzte. Das mit dem Winter ist noch ein bisschen Thema. Die Lager sind aber proppenvoll, wie man hier sieht. Ja, so schlecht läuft es nicht, denke ich. Gut, ich danke euch fürs Zusehen, hoffe, hat euch gefallen und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann, tschüss.